Was ist eigentlich Intuition? Ich habe dazu neulich eine interessante These gehört, beziehungsweise schon länger her, die ich dir einfach vorstellen möchte. Und die klingt erstmal ein bisschen verrückt, aber im Nachhinein macht für mich alles Sinn und ich merke, das ist ein Modell, mit dem kann ich wirklich was anfangen und ja, es macht Sinn. Und zwar gibt es diese Theorie, dass das Gehirn, also unser Gehirn, eigentlich nur eine sehr, sehr große Antenne ist, die Informationen von außen wahrnimmt und die eben aus dem Universum, aus allem, was uns umgibt, Informationen wahrnehmen kann. Das heißt, es wird auch gesagt, dass dahinter das sogenannte morphogenetische Feld existiert, das heißt ein Informationsfeld, in dem eben Informationen gespeichert sind. Und was ich spannend finde, ist, dass es auch so ist, dass viele Erfindungen komplett synchron zur gleichen Zeit an zwei völlig verschiedenen Orten auf dem Planeten hier gemacht worden sind. Ich habe jetzt leider gerade kein Beispiel, weil ich hier mitten in der Natur bin. Aber es war dann wirklich so, was beim Telefon war es, glaube ich, so, dann noch bei verschiedenen anderen Sachen, dass dann wirklich beide Menschen, eben der eine auf der einen Halbkugel, der andere auf der anderen Seite der Erde, zum Patentamt gelaufen sind. Und ja, der eine hat dann leider erlebt, dass gerade ein paar Stunden vorher oder einen Tag vorher maximal jemand anders diese Erfindung gerade angemeldet hat, die komplett neu war. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich habe mich halt mein ganzes Leben gefragt, wie kann sowas sein? Also was ist da, was wir nicht sehen, wo wir aber die Auswirkungen mitbekommen, was das erklären kann? Und als ich dann auf diese Theorie gestoßen bin, dass das Gehirn eben eine große Antenne ist, also es wird ja auch gesagt, dass wir nur 3% unseres Gehirnpotenzials nutzen. Wie kann das sein? Oder dass wenn man, vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass ja, dass das Telefon klingelt und jemand ruft an. Wie kann das sein? Also was nimmst du da wahr und von woher kommt das? Ja, dass solche Dinge passieren. Und diese Antennentheorie macht für mich da einfach Sinn. Und dann ist natürlich die Frage, das ist rein angenommen, was wäre, wenn? Und ich finde es schön, mir diese Frage zu stellen, was wäre, wenn? Weil das öffnet den Verstand, statt zu sagen, nein, das ist ja unmöglich, sondern ist so ein, ja, was wäre, wenn? Was wäre, wenn man jetzt die Frequenz anders einstellen kann? Das ist ja wie beim Radiosender, dass wenn du eine bestimmte Frequenz hast, dann hörst du vielleicht den ganzen Tag Volksmusik und irgendwann reicht es vielleicht mit Volksmusik, und du wünschst dir einfach was anderes. Und wenn man dann diese Möglichkeit hätte, das einfach, ja, sich einen neuen Sender zu suchen, zum Beispiel einfach, wo glückliche Menschen den ganzen Tag lachen oder Spaß haben und man viele tolle Tipps erhält über das, was gerade in der Nähe passiert, was einem vielleicht was Tolles bringen kann, dann hätte ich da ein großes Interesse dran. Und so ist es dann auch entstanden. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und merke, dass ich eh schon einen ziemlich guten Zugang zum Leben oder zu meiner Intuition habe, aber manchmal eben noch nicht komplett. Und so hat es sich dann begeben, dass Anna, eine gute Freundin von mir, mich in einer NLP-Arbeit, also Modeling-Arbeit, dazu interviewt hat und gefragt, wie machst du denn das, dass du erfolgreich bist? Weil das ist nicht so neu für mich, dass ich wirklich mit dem erfolgreich bin, was ich mache, sondern ich habe einfach lange Zeit, habe ich Projekte angefangen und dann wieder sein lassen und das nächste angefangen und wieder nicht zu Ende gemacht. Und irgendwann gab es halt einen Punkt, wo sich das geändert hat. Das war auch nach meinem Burnout, nach der Entdeckung der Hochsensibilität, dass ich jetzt halt was angefangen habe, auch mit der Hochsensibilität, das eben ins Leben zu bringen. Und ich bleibe dabei und es trägt Früchte und es wird größer und gedeiht. Und jetzt auch mit dem Projekt in Indien, wo ich mit 18 anderen Menschen zusammenarbeite. Also es ist ein riesiges Team, was innerhalb von kürzester Zeit einfach so entstanden ist. Und im Webinar, was wir beide zusammen machen oder schon gemacht haben, wenn du das hier siehst, da verraten wir dir die Strategie, die wir dann letztendlich herausgefunden haben oder die Anna herausgefunden hat. Und da kannst du auch die geführte Meditation dann hören, die wir gemacht haben, auch mit Doppelinduktion. Das heißt, sie wirkt besonders stark. Ja, und die dazu führen wird, dass, also was wir reingepackt haben, ist, dass sich negative Glaubenssätze auflösen können in Bezug darauf. Einfach Sachen, die dich davon abhalten, in dieses Was wäre, wenn zu gehen und diese Informationen wahrzunehmen und auch gleichzeitig halt diese Verbindung einfach zu stärken von dir zu dir selbst, also raus aus dem Kopf und mehr einfach in Verbindung mit dir selbst und in Verbindung mit dem Leben, mit allem, was dich umgibt, weil das dazu führt, dass das Leben einfach leichter wird. Das ist unsere persönliche Erfahrung.
Und wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal unten auf den Link. Und ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, dich im Webinar zu sehen. Und freuen uns schon, also ich habe ja schon Erfahrung mit geführten Meditationen im Webinar. Und das letzte Mal war es so, dass dann teilweise haben die Leute dann hinterher geschrieben, dass Hund und Katze eingeschlafen sind, dass sie sonst immer die Flucht ergreifen bei Musik und dass sie da sich dazugelegt haben und geschnurrt oder tiefenentspannt waren. Und was ich besonders schön fand, eine Teilnehmerin hat dann eine Stunde später geschrieben, ich bin gerade erst aufgewacht, was habe ich denn verpasst? Das heißt, da hat die Meditation dann besonders tief gewirkt und ja, bei ihr war dann gerade das Richtige eben ein bisschen zu schlafen. Alle anderen sind zurückgekommen, da kann ich dich beruhigen, also direkt am Ende der geführten Meditation. Aber es ist einfach wahnsinnig spannend, was da für Effekte auftreten und was dann eben auch bei den einzelnen Menschen passiert. Deswegen die Einladung ist da unten, das Webinar ist kostenlos, sonst kostet die geführte Meditation eben was. Da kannst du es also ja, kostenlos ausprobieren und davon profitieren. Und wir freuen uns sehr auf dich. Wenn deine Intuition dir sagt, dass du dabei sein solltest, dann komm einfach vorbei. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag.